In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie das Objektiv bei Ihrer IP-Kamera IN5907 HD entsprechend scharf stellen können. Es kann in manchen Fällen vorkommen, dass dieses durch die Erschütterung beim Versand sich eventuell ein kleines bisschen verstellt hat oder aber, dass es nicht ganz scharf auf den Bereich ausgerichtet ist, den Sie entsprechend überwachen möchten. Alles, was Sie für das Scharfstellen benötigen, ist ein Kreuzschraubendreher, wie wir ihn hier im Bild sehen. Und als erstes müssen wir jetzt bei der Kamera die obere Abdeckung nach vorne herunterschieben. Wir müssen jetzt hier vorne an diesem Bereich dran, wo das Glas sich befindet. Und dahinter ist dann entsprechend der LED-Ring und das Objektiv. Sie können bei Ihrer Kamera hier vorne diesen Gehäusering mit dem Glas einfach entfernen, indem Sie am Ring drehen und schon haben wir den Ring und das Glas entsprechend abgenommen. Als nächstes müssen Sie die drei Reflektoren für das Infrarotlicht entfernen. Diese ziehen Sie einfach nach vorne ab, die sind nur aufgesteckt. Und als nächstes, um an den LED-Ring heranzukommen, müssen wir jetzt noch die schwarze Folie, die Sie hier sehen können, diese müssen wir entsprechend entfernen. Dafür können Sie einfach mit dem Fingernagel oder am besten mit einem kleinen flachen Schraubendreher ein bisschen unter die Folie gehen und können diese dann hier entsprechend abnehmen. Wir sehen jetzt hier unseren LED-Ring, das sind die drei Infrarot-LEDs und das hier ist der Helligkeitssensor, damit der LED-Ring bei Tag und Nacht entsprechend sich ein- und ausschaltet. Sie finden jetzt hier drei Schrauben, eine auf der rechten Seite, eine dann gleich auf der linken Seite. Und eine unter unserem Helligkeitssensor. Nachdem Sie die drei Schrauben entfernt haben, können wir jetzt hier unseren LED-Ring entsprechend herausnehmen. Achten Sie dabei darauf, dass Ihnen diese Schrauben nicht abhanden kommen. Wir legen diese jetzt einfach zur Seite. Und Sie sehen jetzt hier den Bildsensor und die Spannungsplatine für die Infrarot-LEDs. Sie sehen jetzt hier auch unser Objektiv und dieses möchten wir jetzt entsprechend scharf stellen. Dazu können Sie einfach Ihre Finger hier an der CMOS-Sensor-Platine platzieren. Und wir müssen jetzt natürlich die Kamera einschalten, damit wir auf dem Monitor unser Bild sehen können. Und anschließend können wir dann hier am Objektiv drehen, indem wir das Objektiv hier hinten festhalten und hier vorne am Objektiv nach rechts und nach links drehen, um es entsprechend scharf einstellen zu können. Es gibt in manchen Fällen, sind die Objektive etwas unterschiedlich und es kann sein, dass sich an der Seite von Ihrem Objektiv eine Schraube befindet. Diese müssten Sie dann ein kleines Stück lösen, damit Sie den vorderen Teil des Objektivs entsprechend nach links oder nach rechts drehen können. Achten Sie aber dabei darauf, dass Sie nicht die Schraube von der Objektivhalterung lösen. Sie sehen hier im Video einmal diese kleine Schraube. Dieser Teil hier unten ist die Halterung des Objektives. Darin ist das Objektiv eingesetzt. Also nicht diese Schraube lösen und dann eventuell das ganze Objektiv herausdrehen, sondern wenn die Schraube hier mittig am Objektiv lösen, in unserem Fall haben wir jetzt hier keine Schraube, und anschließend dann das Objektiv nach links und nach rechts drehen im vorderen Bereich. Sie sehen jetzt hier im Bild, wie sich das Bild entsprechend verschlechtert oder, wenn wir in die andere Richtung drehen, verbessert. Und Sie können dann entsprechend die Schärfe auf den gewünschten Bereich einstellen, den Sie überwachen möchten. Und anschließend müssen wir das Ganze wieder zusammenbauen. Um die Kamera jetzt wieder zusammenzubauen, setzen wir einfach wieder unseren LED-Ring hier vorne ein. Achten Sie dabei darauf,
dass Sie keine Kabel irgendwo an der Seite einquetschen, denn das könnte natürlich das Kabel entsprechend beschädigen. Wenn Sie den LED-Ring wieder eingesetzt haben, dann bringen Sie die drei Schrauben, die wir zuvor entfernt haben, einfach wieder an. Und wenn Sie die Schrauben wieder angebracht haben, dann müssen wir jetzt noch unsere schwarze Folie wieder aufsetzen. Schauen Sie, auf der Rückseite befinden sich entsprechende Klebestellen, beziehungsweise können Sie diese Folie auch nur in eine Richtung einsetzen, da Sie hier unten den Helligkeitssensor durch das kleine Loch durchbekommen müssen. Nachdem Sie die Folie jetzt wieder aufgesetzt haben, müssen Sie diese Infrarotreflektoren wieder einsetzen. Hier sehen Sie auf der Rückseite entsprechend einen Schlitz, das heißt, dieser Schlitz muss über den zwei Lötstellen an dem LED-Ring oder an der LED aufgesetzt werden. Das ist relativ einfach. Wenn Sie diese jetzt wieder richtig aufgesetzt haben und sie richtig sitzen, dann müssen wir jetzt nur noch unser Glas bzw. den vorderen Ring nehmen und entsprechend auf unser Gehäuse aufschrauben. Wenn dieser jetzt richtig sitzt, dann nehmen Sie einfach die obere Abdeckung wieder und schieben Sie diese wieder auf Ihr Gehäuse drauf und schon können Sie die Kamera wieder montieren.